In der heutigen Folge von iPad für Lehrer möchte ich zeigen, wie man in einem digitalen Notizheft in GoodNotes einzelne oder auch mehrere Seiten kopiert und in dem gleichen Heft vervielfältigt bzw. auch von einem digitalen Notizheft ins andere digitale Notizheft kopiert, um in einer anderen Mappe beispielsweise mit diesem Blatt weiterzuarbeiten. Dazu öffne ich GoodNotes und habe jetzt hier meine Geschichtskurse liegen. Wir nehmen mal an, ich möchte aus dem Kurs rechts, dem Q1 EA Geschichte, ein Arbeitsblatt, das ich im Unterricht bearbeitet habe, das wir hier sehen, kopieren und damit beispielsweise in der nächsten Stunde nochmal weiterarbeiten, möchte aber gern das Original beibehalten. Das mache ich jetzt folgendermaßen, dass ich oben links auf die vier Vierecke klicke, nämlich die Heftübersicht, und hier sehe ich jetzt alle Seiten, die in diesem Heft sind, vor mir. Ich klicke jetzt, um das zu kopieren, dieser Seite, dieses eine Blatt, das ich bearbeiten möchte, oben rechts auf Bearbeiten, markiere dann durch Klicken auf die Seite 9 in diesem Fall das entsprechende Arbeitsblatt und klicke unten links in der Ecke auf Kopieren. Jetzt sehe ich, wie das Heft in die Zwischenablage kopiert wird und jetzt kann ich damit weiterarbeiten. Ich klicke zunächst oben rechts auf Fertig. Jetzt nehmen wir an, ich möchte in diesem Heft die Seite, wie gesagt, einfach einfügen, um damit in der Folgestunde weiterzuarbeiten. Ich brauche sie also nochmal. Also klicke ich oben links auf das Pluszeichen für Einfügen bzw. Hinzufügen und kann jetzt an ganz verschiedenen Stellen im digitalen Notizheft eine neue Seite einfügen. Ich möchte hinter das besagte Arbeitsblatt, klicke deshalb rechts davon auf Plus und habe jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte eine neue Seite einfügen, ich könnte auch eine Seite aus meiner Dropbox importieren. Allerdings möchte ich jetzt die kopierte Seite von gerade eben hier nochmal einsetzen und klicke deshalb auf die untere Option, kopierte Seiten einsetzen. Jetzt sehe ich darunter auf Seite 10 das nochmal kopierte Blatt und wenn ich jetzt ins Heft zurückgehe, durch Klicken rechts einfach irgendwo auf die leere Fläche und nach links wische, sehe ich jetzt die neue Version dieses Arbeitsblatts. Es ist jetzt in der Zwischenablage und ich könnte ja jetzt auch sagen, ich möchte es gerne in ein anderes Heft kopieren, beispielsweise um einem anderen Kurs auch dieses Arbeitsblatt zur Verfügung zu stellen oder in einem anderen Kurs in einer anderen Stunde damit zu arbeiten. Und dazu öffne ich einfach mal beispielhaft meinen Q2 GA Geschichte. Bin hier auf der letzten Seite und möchte jetzt in der Folgestunde mit dem Blatt aus dem anderen Kurs weiterarbeiten. Dazu klicke ich auch hier wieder oben links auf die Heftübersicht, auf die vier Kästchen. Sehe jetzt hier meine GA-Unterlagen. Klicke wieder einfach oben links auf Plus und sage auch hier hinter der Seite 36 unten rechts durch Klicken auf Plus, kopierte Seite einsetzen und habe auch hier wieder das Arbeitsblatt jetzt in dem anderen Heft. Ich könnte es natürlich auch an einer beliebigen anderen Stelle einsetzen. Beispielsweise ganz am Anfang, indem ich hinter dem Deckblatt direkt auf das Plus klicke, sage kopierte Seite einsetzen und habe jetzt das Arbeitsblatt entsprechend an dieser Stelle. Noch ganz kurz zur Erläuterung, wenn ich beispielsweise hier am Ende auf das Plus klicke und sage eine Seite einfügen, dann kriege ich wieder die Auswahl des Papiers, entscheide mich für kariert kleine Karos und habe eine neue karierte Seite rechts neben dem Arbeitsblatt eingefügt. Das für heute. Damit wollte ich einfach kurz zeigen, wie man Seiten innerhalb der Arbeitshefte kopiert oder aber auch von einem Arbeitsheft ins andere Arbeitsheft Seiten kopieren kann.